Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Also ich erst 15, ne? Ja, 15. Oh, okay. Irgendwie hatte ich jetzt mit einer 18-Jährigen gerechnet, aber stimmt, das stand ja auch in dem Brief drin, dass sie 15 erst ist. Hm, okay. Mal schauen. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Das glaube ich ihr nicht. You're holding out on me, Jessica. Okay. Please, I want my doctor. I'm not sure I can answer any more questions right now. Oh, komm schon. Aber wenn sie so deutlich sagt, nichts ist gestern passiert, mal ehrlich, das... Warum sollte man sowas sagen, wenn man wirklich nichts erlebt hat? Dann betont man das doch nicht so, gestern ist gar nichts passiert bei uns. Das ist dann so... Naja, das würde in Wirklichkeit keiner sagen, wenn er nichts erlebt hat. Also wenn nichts passiert ist, was er verheimlichen muss. Ich meine, bei dem Mädchen glaube ich auch nicht, dass sie allzu verschlagen sein wird und viel lügen wird. Sie wird wohl schon ziemlich ehrlich sein, nehme ich an. Aber jetzt rein vom... Also in der Wirklichkeit glaube ich nicht, dass jemand so antworten würde, wenn er wirklich nichts erlebt hätte. Dann würde er das nicht so unglaublich betonen. Wir müssen in touch mit deinen Eltern, Jessica. To tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Will I get out of here today? Scheiße, jetzt habe ich gerade... Ah, sorry, jetzt habe ich gerade nicht richtig zugehört. Nee, sie, natürlich lügt sie, weil wir haben ja den Brief gelesen. You're lying, Jessica. How are we gonna make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? Weil wir den Brief gefunden haben. Brief der Mutter. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Gut, Verbindung zu Bishop. Mich würde ja erstmal interessieren, welche Verbindung zu der June hast. Warum kann ich das nicht fragen? Ich meine, das wäre doch erstmal... Also ich persönlich fände es viel interessanter, erstmal rauszufinden, was für eine Verbindung da herrscht. Aber kann ich ja offenbar nicht fragen. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Das ist alles? Oh, Leute. Das ist doch keine Antwort. Mal ehrlich, das war eigentlich überhaupt keine Antwort auf die Frage. Ich meine, sie will wahrscheinlich sagen, dass er halt als Produzent da dran mitgewirkt hat, aber es wird wohl nicht alles sein. Da wird wohl noch mehr dahinter stecken, nehme ich mal so an, oder? What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean... yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Gut, immerhin hat mal was geklappt, das ist ja Wahnsinn. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Ich benutze mal die Intuition, weil in dem Fall es jetzt so wäre, ich vermute, dass das Spiel von mir will, dass ich nachhake. Aber mal ehrlich, wenn ein 15-jähriges Mädchen missbraucht wird, dann frage ich nicht kurz danach, dann hake ich einfach nicht kurz nach der Tat direkt nach und lass sie darüber nachdenken, aber ich benutze jetzt mal die Intuition, weil ich vermute, dass das Spiel es einfach von mir will. So, eine Antwort. Okay, ich habe das ja noch nie probiert bisher. Was heißt denn Community-Fragen? Hm. Wenn ich jetzt eine Antwort entfernen nehme, dann macht er mir bestimmt die Lüge weg. Moment. 85% wählten die richtige Antwort, nachdem sie einen Intuitionspunkt für diese Frage eingesetzt haben. Na, das ist ja schön. Nicht mal alle. Okay, ich mach mal eine Antwort entfernen.
Yep. Ernsthaft? Ihr seid solche Arschlöcher. Mal ehrlich, ihr macht mir die Lüge weg. Das ist unfair. Genau das ist ja nur das, was ich ausschließen kann dabei. Das ist unfair. Ich mach jetzt mal anzweifeln. Ich, einfach nur, weil ich denke, dass das Spiel es von mir will. Someone tried to kill okay, you, dann halt nicht. You get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Why are you trying to hurt me? Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Das wird wohl nicht passieren. Also ich werde, ich wage mal die kühne Behauptung, ich werde niemals mit diesem Spiel vollkommen warm werden, weil einfach, ja, einige Reaktionen, einige Aussagen also was heißt unrealistisch, aber sie sind nicht so, wie sie jemand treffen würde halt. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Okay. Ah, ich sehe schon, eine Verfolgung steht an. There she goes. Come on. Juhu, hatten wir ja schon lange nicht mehr. June Ballard beschatten. Ne, mein Problem mit dem Spiel ist halt, man muss sich nicht bloß überlegen, ist das jetzt wahr oder falsch, sondern auch, ist das, was sie jetzt sagt, vom Spiel her unrealistisch gemacht oder ist es denn realistisch gemacht? Und das stört mich bald viel mehr, weil ich jetzt gerade schon Fälle hatte, wo ich mir gedacht habe, naja, rein von der Spielmechanik her ist es so wahrscheinlich und in Wirklichkeit wäre es aber anders oder man würde anders rangehen an die Frage. Und manchmal ist es aber so, wie es auch in Wirklichkeit wäre und man kann das halt nicht einschätzen, wann es wie ist sozusagen. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich kann es gerade nicht so richtig in Worte fassen. Aber es ist sehr, naja, also das ist halt alles in dieses Korsett dieses drei Antwortensystems gedrückt, ne? Und das passt halt einfach nicht immer. Und manchmal weiß man nicht, ob es denn passend umgesetzt wurde. Das stört mich daran. Da hätte man ein bisschen variabler vielleicht sein können in der Ausgestaltung der Befragung. Das wäre schön gewesen. Get in there and see what she's up to. Wieso ich? Bukowski, mach doch auch mal was. Okay, geh bei der Tür in Deckung. Da bin ich aber gespannt. Wo ist sie denn? Ach, da drüben. Nö, ich muss ja nicht. Was höre ich sie denn jetzt, wenn sie redet? Ich weiß es halt nicht. Ah, schaut, kann sie nicht mal richtig wegschauen? Hat sie denn jetzt telefoniert? Ach Leute, das ist ja bescheuert. Ah, schön, das ist dumm. Na gut, machen wir es nochmal. Okay, wir müssen also reinschleichen. Das müsst ihr mir auch sagen, was genau ich tun soll. Und vor allen Dingen wäre es schön gewesen, wenn ich zumindest so ganz, ganz leicht gehört hätte, ob sie redet. Ach schön. Das wird dämlich. Gut, neuer Versuch. Get in there and see what she's up to. Bleib sitzen, useless prick. So. Okay, wenn sie jetzt an den Hörer geht, wahrscheinlich ist sie dann zu sehr beschäftigt. Oder schaut sie sich nochmal in meine Richtung um? Nee. Ja, natürlich. Ich wurde entdeckt. Sie kann mit ihrem Rücken schauen. Oh Leute, das ist doch dämlich. Sorry, aber hä?
Ich verstehe gerade auch nicht so ganz, was genau sie jetzt von mir wollen dabei. Get in there and see what she's up. Ja, ich weiß. Ist ja nichts Neues. Nein, ja, nein. Das war nicht, was ich wollte. Hm. Naja. Betritt das Café, ohne von wem gesehen zu werden, ist die Frage. Von ihr gesehen zu werden, dann habe ich das... Sie hat mir den Rücken zugewendet. Wie soll sie mich denn gesehen haben? So, reicht das? Sucht einen Platz mit einer Zeitung? Ach, hier. Ah. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. Okay. Ich glaube, wir sollten uns beeilen, bevor Mr. Bishop von der Bildfläche verschwindet. So. Sie ist jetzt egal wahrscheinlich. Gut, dann auf zu Mr. Bishop's Apartment. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Ich glaube auch. McCaffrey will break a fella's legs just from looking at him. What did you make of the kid? You believe her story? Oh, halt, halt, halt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Elegant! Das war zwar nicht gewollt, sah aber gut aus. So, ich wollte eigentlich mal auf meine Karte schauen. Ist das denn nicht mit Tab gewesen, dass man die Karte öffnen kann? Nee, wir haben gerade keine Zeit für den Zwischenfall. Ich will jetzt direkt zu Mr. Bishop hin. Egal. Ja, es ist nicht so schwer, auf die Straße zu rennen, wenn ich hier lang heize. Ah, Mist, ich hab grad auf die Tastatur geschaut. Ich bin der Meinung, dass man mit Tab eigentlich... Ach nein, mit M kann man die Karte öffnen, ne? Sorry, ich habe vorhin ein anderes Spiel gespielt, deswegen bin ich noch ein bisschen in der anderen Logik drin. Ah, hier ist ein verstecktes Fahrzeug. Das wäre schon cool, aber ich gehe erstmal wirklich hier runter zu Bishop's Apartment. Okay, wir brauchen eigentlich bloß geradeaus zu fahren. Gut. Sogar mal ein Fall, bei dem es sich lohnt, die Sirene anzumachen. So, ich fahre mal so direkt. Ja, wunderbar. Bishop's Apartment, 10.04 Uhr. Na dann mal husch. Was ist das? 803, 804? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Drei. It's room 803, left out of the elevator. Okay. Sind wir schon zu spät, ja? Schauen wir mal. Aber sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Schauen wir mal, ob wir, wenn ihm was passiert ist, wenigstens noch die Täter schnappen können. Ne, left hat er gesagt, ne? Oh ja, ich höre schon was. Give it up, LAPD. Oh hi. Alright. Really want to dance? I curse you and your children. So, das war's für ihn. Die werden aus dem Rennen.
Are you injured, Mrs. Bishop? I'm all right now. Those horrible, awful men. Perhaps you should sit down, ma'am. Yes. Yes. Forgive me, officers. I'm very flushed. I'll just sit down for a moment. That's perfectly normal, ma'am. Take a moment while we look around. Yes. Thank you. Gloria Bishop. Look at this mess. Mensch, die haben ja alles auf den Kopf gestellt. Seems irrelevant. Ich wollte gerade sagen, ist sie denn irgendwie von Bedeutung? So. Aber an sich eine hübsche Wohnung. Also, war's mal. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Geschäftspartner wahrscheinlich. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark. And Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Oh Gott, hier kommen viel zu viele Verdächtige rein in den Fall. Das ist unwichtig. Maybe. No. Oder? Du willst mir nicht sagen, dass das irgendwie von Bedeutung ist. Du kannst deine Gedanken auch ausartikulieren. Das finde ich schön. Das würde mir weiterhelfen. Ich weiß nicht, was er wollte. So, sie lasse ich erstmal noch sitzen. Wir schauen uns erstmal noch im Rest der Wohnung um. Allein schon erstens, um sie ein bisschen zu schonen, damit sie im Moment Ruhe bewahren kann oder sich wieder sammeln kann. Und außerdem noch, um irgendwelche Anhaltspunkte zu sammeln, damit wir ihr noch zusätzliche Fragen stellen können. Wirklich, Cole? Nope. Ja, ich glaube auch nicht. Weil, hä? Ernsthaft? I don't think this is gonna help us. Ich glaube auch. Warum kann ich das denn so explizit hier auswählen? This doesn't pertain to the case. Ihr habt viel zu viel Ramsch immer mit dabei, den man aufheben kann. So, hier drüben war ich schon, ne? Ja. So, schauen wir uns mal das Zimmer an. Das wird wahrscheinlich das Arbeitszimmer gewesen sein oder sowas. Geld. Aber wir schauen uns mal hier drüben. Das sieht aus wie eine Zigarrenschachtel, oder? Doesn't tell me anything. Gut, lassen wir die liegen. Probably nothing. Ja, Geld halt. So, können wir noch weiter nach rechts? Ne, die Bücher sind dann auch unwichtig. So viele unwichtige Fundstücke hier. Mensch. Dann konzentrieren wir uns auf die Bilder. Okay. Intoleranz. Kampf der Liebe durch alle Zeiten. Von D.W. Griffith. Great Wall of Babylon. A replica of a replica. Gut, also alles so gefühlsduselige Erinnerungsstücke, aber nichts wirklich Bedeutsames. Not sure this means much. Nein, im anderen Fall hat uns so eine Streichholzpackung schon mal geholfen. Erstmal einen Schluck nehmen. So, na gut. Auch hier gab es jetzt nicht wirklich was von Bedeutung. Gay Cowboys für Mark Bishop mit Dank von Silver Screen Requisiten. Die Frage ist, ist mit gay jetzt schwul gemeint oder fröhlich? Es gibt ja beides. Also ursprünglich war gay ja eigentlich das Wort für froh oder fröhlich, sowas in die Richtung. It doesn't appear to be connected. Man weiß es nicht. Schwule Cowboys. Don't think this is any use to us. Wären, glaube ich, doch ein bisschen ihre Zeit voraus in dem Falle. Das wäre ja so Brokeback Mountain mäßig. Optimistic Cole. Hey, das sieht aus wie ein stehender Buddha. Was ist? Na gut, warum nicht? Man kann Sittata auch mal stehend darstellen. Normalerweise ist er ja immer ein... Nein, ich will das nicht nochmal. Danke Cole, ist okay. Normalerweise findet man ihn ja eigentlich... Genau, nimm erstmal den Hut wieder. Normalerweise findet man ihn ja eher in Lotus-Sitz
dann meistens mit bestimmten Handpositionen. Lippenstift. Incidental. Dachte ich mir. Aber der Verlobungsring wahrscheinlich nicht, oder? I doubt it. Na gut, wenn du meinst. Doesn't give me anything to go on. Gibt's ja auch irgendwas, das von Bedeutung ist in dem Raum? Oder in der Wohnung? Ach Mensch. Hier haben wir doch was. Das sieht doch gut aus. Ein Scheck. Zahlen Sie gegen diesen Scheck den Betrag von $20,000 an. Lorna Hopegood. Okay. $20,000? Und schon wieder ist es nicht bloß der Mann, sondern auch noch die Frau, die dazugehört bei den Hopegoods, die irgendwie von Bedeutung zu sein scheint. I don't think so. Ich kann gar nicht erkennen, was das überhaupt ist. Na gut, ansonsten scheint es ja nichts zu geben. Die Musik hat auch aufgehört. Ich glaube, wir haben alles. Gut, befragen wir mal die Gloria. Mal sehen, mittlerweile wird sie sich ja wahrscheinlicherweise wieder ein bisschen gefangen haben. Ist hier draußen eigentlich irgendwas? Nö. Außer einem schönen Ausblick nicht.